Eine wirklich knifflige Situation dieses Mal. Du hast hier links eine Figur gezeichnet und ich habe dir auch die ganzen Punkte schon beschriftet. Und dazu gebe ich dir jetzt noch drei Informationen. Und zwar einmal das ABCD, also die äußeren Punkte jeweils, die bilden ein Viereck. Dann habe ich noch die Information, dass die Strecke EF, also die hier, ist die Mittelsenkrechte von BC, also von der hier. Vielleicht klären wir am besten noch ganz kurz, was eine Mittelsenkrechte ist. Also vom Wort her, Mittel heißt einfach, oder die heißt deswegen Mittelsenkrechte, weil EF BC genau in der Mitte teilt. Das heißt, die Strecke hier ist genauso lang wie die Strecke hier. Und Senkrechte heißt sie deswegen, das hast du jetzt wahrscheinlich auch dir denken können, weil die einfach senkrecht auf BC steht. Okay, so viel dazu. Und die dritte Information, die ich dir noch geben kann, ist, dass der Bogen BD, also der hier, ist Teil von dem Kreis mit dem Mittelpunkt A, also hier oben. Das hier ist ein Kreisbogen. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, ist, wie groß ist der Winkel AGC? Schaffst du es, diesen ganzen Winkel hier irgendwie auszurechnen? Ich lasse dir natürlich wie immer die Möglichkeit, jetzt Pause zu machen und das Ganze selber durchzurechnen, was ich dir wirklich empfehlen würde. Ist ein wirklich nicht leichtes Problem, das gebe ich zu. Ich habe auch selber recht lange dran gesessen. Aber ich würde dir auch empfehlen, wenn du nicht weiterkommst, entweder machst du das Video wieder an und holst dir vielleicht noch ein, zwei weitere Tipps ab. Oder was du natürlich auch machen kannst, schlaf vielleicht einfach mal eine Nacht drüber, das hilft im Normalfall. Und denk am nächsten Tag nochmal drüber nach. Und wenn du dann wirklich gar nicht weiterkommst, kannst du das Video auch noch zu Ende schauen. Okay, jetzt ist deine Gelegenheit, Pause zu machen. Und wenn das Video wieder angeht, dann fange ich an, nach und nach meine Überlegungen offen zu legen. So, da bin ich jetzt wieder. Und ich hoffe, du hast ja vielleicht sogar selber die Lösung schon berechnet. Wenn nicht, dann fange ich an, dir jetzt nach und nach ein paar mehr Tipps zu geben. Also meine erste Überlegung, und ich versuche mal am besten mal alles gleich mitzuschreiben, meine erste Überlegung, wo schreibe ich es hin, mache ich hier. Meine erste Überlegung ist ja, AGC ist ein ziemlich großer Winkel und wie ich jetzt hier an der Zeichnung schon sehen kann, kann ich den auf jeden Fall zerlegen in mehrere kleine Winkel. Also zum Beispiel könnte ich ihn ja zerlegen in den Winkel hier und in den darunter. Zum Beispiel. Also wie genau ich den zerlegen will, wusste ich am Anfang auch noch nicht, aber ich habe erstmal gedacht, den zerlege ich erstmal. Also Gedanke Nummer 1 ist Winkel AGC zerlegen in kleinere Winkel. AGC zerlegen. So. Und Nummer 2 war dann wollte ich natürlich erstmal gucken, ob ich von dem Dreieck hier oben, von dem Dreieck AGE, ob ich da irgendwie die Winkel rauskriegen kann, weil dann hätte ich ja den ersten kleinen Grad schon, den ich eben kurz eingezeichnet hatte. Und dazu habe ich mir gedacht, erstmal alle Informationen einzeichnen, die ich habe. Also Nummer 2, alle Informationen ins Diagramm einzeichnen. Alle Infos einzeichnen, schreibe ich mal. Alle Infos einzeichnen. Einzeichnen. Ich wechsle mal wieder zu hellgrün. Also, ich weiß, dass ABCD ein Viereck bilden. So, was ist das Besondere an einem Viereck? Ein Viereck hat vier gleich lange Seiten. Das heißt, ich wechsle vielleicht doch nochmal die Farbe, wenn ich es mal in hellblau mache. Das heißt, AB, kriegt mal zwei Striche. AB ist genauso lang wie AD, also das Ganze. Ich mache es mal schief durch. Wie AD ist genauso lang wie DC, ist genauso lang wie BC, das Ganze. Also ich mache es mal auch hier so schräg durch. Und die andere Information aus der hier, ich mache mal einen hellblauen Punkt davor, dann kannst du mit der Farbe nachvollziehen, wo ich die Informationen habe. Und in einem Viereck sind natürlich alle Winkel 90 Grad groß. Also hier ist 90 Grad, hier ist 90 Grad, hier ist 90 Grad und hier ist 90 Grad. Okay, mehr Informationen habe ich jetzt aus der ersten Aussage irgendwie nicht rausgekriegt, aber ich fand, das sind 8 Informationen gewesen, war schon mal gar nicht so wenig. Die zweite Information war ja das mit der Mittelsenkrechten. Und ja gut, das meiste hatte ich schon eingezeichnet, aber die Überlegung natürlich, wenn BC genauso lang ist wie AD, dann gilt das mit der Mittelsenkrechten natürlich auch für AD. Das heißt also, EF muss auch die Mittelsenkrechte von AD sein, weil AD ja parallel ist zu BC und genauso lang. Also ist die Strecke auch genauso lang wie die Strecke hier. Und auch der Winkel hier muss 90 Grad sein und der Winkel hier muss auch 90 Grad groß sein. Also nochmal einen dicken grünen Punkt davor. Das war die zweite Aussage. Und jetzt kommt die vermutlich am Anfang ein bisschen schwierigere, weil man mit Kreisen irgendwie recht selten was macht. Und zwar,
Ich habe also einen Kreis. Stell dir einfach einen ganzen Kreis vor, der den Mittelpunkt A hat. Dann ist das hier, der Bogen BD, ja sozusagen genau der untere rechte Teil davon. Und wenn ich jetzt den ganzen Kreis gezeichnet hätte, dann würde ja auf dem Kreis der Punkt B liegen, der Punkt G liegen, der liegt ja auch direkt hier drauf, der ist ja drauf gezeichnet, und der Punkt D liegt auch da drauf. Und die Entfernung von dem Mittelpunkt eines Kreises bis zu seinem Rand ist ja der Radius, also muss immer gleich groß sein, per Definition sozusagen. Ein Kreis ist ja definiert als eine Figur, bei der alle Punkte gleich weit von einem anderen Punkt entfernt sind, sozusagen, also von einem Mittelpunkt in dem Fall. Das heißt, AB ist ein Radius und AD ist ein Radius. Okay, das hatte ich vorher sozusagen schon gewusst, durch ABCD bilden ein Viereck, dass die Seiten gleich lang sein müssen. Aber von A nach G, wie gesagt, muss es auch ein Radius sein. Das heißt, AG ist definitiv auch, kriegt auch so zwei Striche durch, weil es genauso lang sein muss wie AB und wie AD. Okay, ich denke, jetzt habe ich alle Informationen eingezeichnet, die ich einzeichnen konnte. Ich mache mal hier noch einen blauen Punkt davor. Und dann ging es folgendermaßen weiter. Also, ich habe jetzt irgendwie schon gesehen, dass ich nicht genau sagen kann, wie groß die beiden Winkel hier sind. Ich weiß zwar, dass der 90 Grad ist, also dass ich auf die beiden hier noch 90 Grad verteilen kann, aber ich habe zumindest jetzt keine Information gefunden, die mir gesagt hätte, wie ich die verteilen dürfte, sozusagen. Also war die Information, war die Überlegung von mir, ich spiegel das Ganze einfach, also das Dreieck hier oben, ich zeige es dir mal einmal kurz nach, welches ich meine, in Rot zum Beispiel. Also das Dreieck hier, das spiegel ich einfach nochmal und zeichne das hier unten nochmal hin. Also sozusagen, ich verbinde einfach jetzt D mit G. Hoffentlich kriege ich das gut hin. Na, das war nix. Zweiter Versuch. Ja, das geht schon. Und guck einfach, was ich jetzt mit dem großen Dreieck sozusagen anstellen kann. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lang ist die Seite? Ich habe zwar gesagt, dass ich das hier spiegel nach hier unten. Das heißt, meine Vermutung wäre jetzt schon mal, dass die Seite hier genauso lang ist wie die Seite hier. Aber ich weiß es natürlich, also ich muss es natürlich mathematisch trotzdem oder geometrisch in dem Sinne, in dem Fall natürlich noch irgendwie sauber formulieren, dass das jemand anders auch nachvollziehen kann. Also erstmal schreibe ich noch hin, Nummer 3 war dann das Dreieck AEG spiegeln. Dreieck, ups, Dreieck AEG an der Strecke EG spiegeln. An der Strecke EG spiegeln. Okay, und ich denke, das ist gar nicht so schwer nachzuweisen, dass das hier, dass die Strecke genauso lang ist wie die hier oben, weil ich weiß ja schon, ich habe es ja gespiegelt, dass die beiden Dreiecke kongruent zueinander sind. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich dafür eine sinnvolle Begründung finde, und ich denke, die finde ich auch. Und zwar die Seite hier, AE, ist ja genauso lang wie die Seite ED. Das weiß ich ja wegen den Mittelsenkrechten, deswegen hatte ich hier ja schon den einen grünen Strich durchgemacht. Die Winkel hier sind auch beide gleich groß, die sind jeweils 90 Grad. Und die Seite in der Mitte hier, die teilen sich ja beide. Also da kommen jetzt mal drei Striche durch. Das heißt, ich habe eine Seite, oder andersrum, ich habe zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel. Das heißt, ich kann mit dem Seite, Winkel, Seite Satz schlussfolgern, dass die beiden Dreiecke gleich groß sind. Also das Dreieck AEG ist kongruent zu. Mache ich es mal wieder mit den Punkten, dass die übereinstimmen zum Dreieck DEG. Zum Dreieck DEG wegen Seite, Winkel, Seite. Okay, soweit, so gut. Was weiß ich noch? Hier sind zwei Striche durch, hier sind zwei Striche durch und durch die lange Seite AD sind auch zwei Striche durch. Das heißt, die Seiten sind alle gleich lang. Und die drei Seiten bilden auch noch ein Dreieck. Das heißt, es muss ja, das habe ich ja sozusagen fast eben gerade schon gleichzeitig gesagt, es muss also ein gleichseitiges Dreieck sein. Und bei einem gleichseitigen Dreieck, das ist immer ganz praktisch, sind alle Winkel gleich groß. Das heißt, der Winkel hier oben ist genauso groß wie der Winkel hier, ist genauso groß wie der Winkel hier, und zwar 60 Grad. Ich schreibe es einfach bei allen dran. 60 Grad, 60 Grad, 60 Grad. Okay. Das ist schon mal ganz praktisch. Ich kann ja schon mal hinschreiben, ich wollte AGC berechnen. Also ich weiß schon mal, dass der Winkel, das war nicht so hübsch, dass der Winkel AGC
ist definitiv schon mal 60 Grad groß. Und das habe ich in blau gemacht. Ist also 60 Grad plus irgendwie ein anderer Winkel, also der Restwinkel sozusagen, nenne ich jetzt einfach mal. Und das muss ja natürlich der Winkel hier sein. Dem gebe ich jetzt mal zwei Bögen. Zack. Und den habe ich mir überlegt, kann ich ja dann einfach kriegen über das Dreieck hier unten. In dem Dreieck hier unten weiß ich, also im Dreieck DGC, dass das gleichschenklich sein muss, weil die Seite hier genauso lang ist wie die Seite hier. Also schreibe ich immer nochmal hin. Dann Nummer 5. Das Dreieck DGC. DGC ist gleichschenklich. Ist gleichschenklich. Und was schließe ich daraus? Dass das Ganze natürlich, also dass das Dreieck hier zwei Basiswinkel hat, die auch gleich groß sein müssen. Namentlich der Winkel hier oben, DGC, und der Winkel hier unten, DCG. Die sind gleich groß. Und ich weiß auch schon, wie groß der Winkel hier unten ist. Und jetzt gehen wir langsam die Farben aus. In weiß habe ich noch. Also der Winkel hier unten, der muss ja, der ganze Winkel ist 90 Grad. 60 davon habe ich schon verbraucht, also ist der hier 30 Grad groß. Und ich weiß ja auch, dass das ganze Dreieck zusammen, also alle Innenwinkel in dem Dreieck, müssen ja 180 Grad ergeben. Also ich schreibe mal in, dann mache ich mal in Rot weiter, ich schreibe es mal hier links hin. Ich weiß, dass 180 Grad, und zwar die 180 Grad aus dem Dreieck hier, setzen sich zusammen aus den 30 Grad von dem Winkel hier unten, 30 Grad von dem Winkel, plus zweimal den Winkelgrößen von denen hier, von denen ich jetzt gerade noch nicht weiß, wie groß die sind. Plus 2 mal x Grad sozusagen. 2 mal x Grad. Das heißt, wenn ich von beiden Seiten 30 abziehe, weiß ich, dass 150 Grad so groß ist wie beide Winkel zusammen. Und ich drehe mal die Seiten jetzt noch um. Ich weiß also, dass der eine Winkel, oder andersrum, dass beide Winkel jeweils 150 halbe sind, also 75 Grad groß sind. 75 Grad groß sind. Und der hier auch. Und damit habe ich ja alle Winkel, die ich brauche. Also kann ich jetzt hier schon mal hinschreiben, AGC, der Winkel AGC, besteht aus 60 Grad und aus 100, und aus 75 Grad. Und aus 75 Grad. Und das heißt, Trommelwirbel, AGC ist 60 plus 75 ist 105, ist 135 Grad groß. 135 Grad groß. Und auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, wenn du drauf gekommen bist. Da kannst du echt stolz auf dich sein, weil wie du siehst, da sind ein paar Überlegungen mit eingeflossen, die vielleicht nicht ganz offensichtlich waren. Und das war echt schon ein ziemlich fortgeschrittene Aufgabe. Also Glückwunsch, wenn du es geschafft hast, und wir sehen uns im nächsten Video.